Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Das ist eine ganz glückliche Fügung, dass ich hier bin. Essen ist eine eigene Geschichte. Ja. Ich war der, der es sich getraut hat. Ich wollte das ursprünglich gar nicht. Jetzt, vorgestern oder vor 3 Tagen. Ich habe es mit Kalbitz gemacht, mit seinen Wittgenstein, mit Gedeon und vielen anderen. Komm. Sie glauben gar nicht, wo ich überall war. Ich habe alle... Dass Sie als Parteivorsitzender sozusagen... Eine knappe Geschichte. Mhm. Es ist alles so gekommen. Ich mache das gerne nochmal. Danach kam übrigens Höcke, das wurde noch krasser. Ja, okay. Der ist in der Tat verrückt. Ja. Höcke interessiert mich nicht. Ich habe das dann aber schließlich gemacht. In dem Höcke, das geht hochwahrscheinlich schief. Nochmal, Sie haben ich habe es gerade... länger als andere versucht. Ja. Und komplett unterirdisch und indiskutabel. Ich war eine knappe Stunde da. Ich habe das immer gemacht. Und dann merkt man. Und dann merkt man auch, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte. Nichts ist fataler als das. Ich habe diesen Versuch länger ausgehalten als andere. Das wollte ich nicht. Aber es geht um die Formulierung. Ja, und da habe ich gesagt, die Originalformulierung lautete, 18. Ist mir völlig schnurzepiep. Herr Meuthen, das kriege ich nicht zusammen. Mhm. Sie sagten gerade, Sie haben sich ja immer sozusagen als das versiffte Milieu und feiert sich dann auch noch später dafür in einem Interview, dass er das quasi erfunden hat. Das habe ich nicht verstanden. Das ist Menschenfeindlichkeit. Ich würde mich freuen, das stand überhaupt nicht in meinem Redeskript. Was der immer wieder von sich gibt, wie der immer wieder provoziert, auch jetzt wieder. Das mache ich nicht mehr mit, das halte ich eben gerade nicht mehr aus. Das war immer mein Ziel. Ich verachte Sie. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, danke schön, tschüss. Endlich ist das Dreckschwein weg.